Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode. Gestern sind wir ja schon in Cancun angekommen und heute zeige ich euch, was man hier überhaupt machen kann, was es sich lohnt anzuschauen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Vergesst nicht, Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und bis gleich. Amigos, kurze Unterbrechung, und zwar werde ich unter den besten Kommentaren in der kompletten Mexiko-Reiseserie dieses Getaway Club T-Shirt hier verlosen. Natürlich nicht dieses, weil das ist ja schon ein bisschen verschwitzt. Ihr bekommt neues. Den Gewinner lose ich dann am Ende der Reiseserie aus. Und außerdem gibt es noch on top diesen Mexiko Starbucks Becher, den ich für euch extra in Tulum besorgt habe. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß weiterhin mit dem Video. Und vergesst nicht, in die Kommentare reinzuhauen und den Kanal zu abonnieren. Viel Spaß! So, Freunde, was ein Tag. Schaut euch das mal an. Blauer Himmel, die Sonne kommt raus. Ich muss sagen, morgens ist es schon so ein bisschen schwül. Und wir fahren jetzt erstmal in den geilsten Laden hier. Und zwar ist es der Surfing Burrito. Dieser wäre nämlich richtig geiles Burritos. Aber morgens gibt es da auch Acai Bowls. Und die hole ich mir jetzt erstmal, weil ich brauche ein bisschen Früchte. Weil jetzt haben wir schon sehr viel von so deftigem Zeug geholt mit Käse und allem überbacken. Deswegen brauchen wir jetzt erstmal ein gutes Frühstück. Und direkt nach dem Frühstück gehen wir dann zum Strand. Dann brauchen wir nämlich eine kleine Abkühlung. Und wir werden uns Jetskis ausleihen. Aber jetzt erstmal futtern. Wir starten unseren Tag heute schon wieder im Surfing Burrito, und heute gibt es aber keine Burritos zum Frühstück, sondern eine Acai Bowl, und mal gucken, was wir so drauf haben. Juhu. Oh, haben wir uns mal hier die Acai Bowl rein. Wow, schau euch das mal an. Geil. Ich muss ja sagen, die besten Acai Bowls habe ich bisher in Hawaii gegessen, aber die in Tulum war schon geil. Immer wieder ein Erlebnis, aber ich muss sagen, Macho Mama in Tulum, you can't be that. Das war schon ein richtig geiler Laden, auch vom Ambiente her. Hier sitzt man so ein bisschen, ja, bisschen eng zusammen und direkt an der Straße. Man hat zwar so ein bisschen Blick auf den See, aber ja, trotzdem genial, so den Morgen zu starten. Macho Mama war auf jeden Fall besser, aber mit der Acai Bowl kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, Leute. Und dann haben wir hier noch Avocado-Toast mit Eiern. Ich sehe gerade hier gegrillte Tomate, gegrillte Zwiebeln, bisschen Paprika gegrillt. Oh mein Gott. Acai Bowl war auf jeden Fall richtig geil, und wir werden auf jeden Fall später nochmal ein paar Burritos dort essen. Die sehen nämlich richtig, richtig delicious aus. Aber jetzt brauchen wir eine kleine Abkühlung, und zwar werden wir uns jetzt ein paar Jetskis ausleihen. Und ja, ich würde sagen, ich nehme die GoPro mit und lasse euch jetzt mal ein paar Clips übrig. So, Leute, wir machen uns jetzt einmal auf den Weg, und zwar haben wir uns jetzt zwei Jetskis ausgeliehen. Hier in Cancun mal jetzt eine kleine Runde. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around. Ourselves didn't have much, but nevertheless we were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down.
Also Leute, hier mein Tipp, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, in Cancun zu bleiben, weil ihr hier landet oder sag mal kurz vor Abflug noch mal ein paar Tage hier zu verbringen zum Shoppen, ist es ja ziemlich cool, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, in der Zona Hotelera eine Unterkunft zu buchen. Hier gibt es viele Hotels, aber auch viele Airbnbs. Das grenzt so ein bisschen an einer Lagune, das heißt, es ist so zweigeteilt. Die eine Seite ist offen zum Karibischen Meer und die andere ist offen zu der Lagune bzw. Schrägstrich See. Grundsätzlich geht auch an der Zona Hotelera am meisten was ab. Ihr habt die Möglichkeit, shoppen zu gehen. Hier gibt es mehrere verschiedene Shopping-Malls, wo ihr was einkaufen könnt. Ich habe zum Beispiel in La Isla, das ist eine der schönsten Shopping-Malls mit so einem Riesenrad. Da habe ich was bei Billabong für Stella gekauft. Das war schon richtig cool. Also generell, Cancun ist eher so eine Art Shopping-Ausflug und natürlich ein bisschen verbunden mit Meer. Aber es gibt dort natürlich auch schöne Strände. Und zwar fängt das an in der Nordseite. Da habt ihr zum Beispiel die Playa Tortugas, Playa Langosta und Playa Corazol. Die sind alle im Norden und sind total im Windschatten. Das heißt, ihr habt ja weder Wind noch Wellen und da könnt ihr auf jeden Fall gut entspannen. Allerdings sind die Strände so eher für Locals. Dort könnt ihr auch zum Beispiel Jetskis ausleihen, wo wir ja heute waren. Und ja, wir sind aber ein bisschen weiter gefahren und haben einen absoluten Knallerstrand entdeckt. Und zwar der Playa Delfines. Hier, Leute, habt ihr richtig geile Surfwellen. Also der Surfspot ist hier auf jeden Fall on point. Habt blaues, türkises, karibisches Meer, Sonne, einen breiten, weißen Sandstrandabschnitt mit richtig feinem Pudersand, so wie man sich das in der Karibik vorstellt. Deswegen ist meine Empfehlung, auf jeden Fall zum Playa Delfines zu fahren. Das ist mein absoluter Lieblingsspot gerade. Man kann hier die Wellen bestaunen, die Kitesurfer, die Surfer. Vor allem ist er auch nicht so überfüllt wie die drei Nordstrände. Deswegen ist das mein absoluter Favorit. Ist auch nicht so umzingelt von Hotels. Das heißt, ihr habt hier zum Beispiel einen Parkplatz und drumherum einfach nur breiten Sandstrand. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit den Aufnahmen. Ich denke mal, ich werde hier ein bisschen hier von oben filmen. Enjoy it! Kommen wir mal zum wichtigsten Teil, und zwar zum Essen. In Cancun habt ihr natürlich viele Möglichkeiten, essen zu gehen. Allerdings kann ich euch auf jeden Fall zwei Restaurants empfehlen. Und zwar ist es einmal Mu Burger. Da waren wir schon mal Burger essen. War auf jeden Fall ein sehr stabiler Laden. Sehr geile Burger, vor allem auch preislich sehr, sehr cool und attraktiv. Also zwischen 6 bis 8 Euro. Wir haben uns jetzt gerade einen Laden rausgesucht, der nennt sich Mu Burger in Cancun. Und das sieht schon echt super fantastisch aus. Was mich hier jedoch wundert, ist, dass sie hier gar kein Corona haben, sondern immer nur Dos Equis oder hier, was haben wir hier noch? Monterey, Bohemian Monterey. Also Corona ist hier ziemlich selten, aber Burger sehen auf jeden Fall ziemlich gut aus und kosten 6 bis 8 Euro. Also auf jeden Fall guter Preis. Aber der absolute Knaller ist auf jeden Fall das Surfing Burrito hier in der Hotel Plaza. Hier bekommt ihr morgens richtig leckere Acai Bowls, aber die Burritos sind auf jeden Fall unschlagbar. Ihr könnt hier auswählen zwischen Spinat-Tortillas oder Koriander-Tortillas oder Rote-Bete-Tortillas. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Leider werde ich mir auf gar keinen Fall einen Seafood-Burrito bestellen, obwohl ich das so gern wollen würde. Aber wir reisen ja morgen ab, deswegen ist das, glaube ich, keine gute Wahl. Ich meine, es kann jeden irgendwo treffen. Aber Surfing Burrito, falls ihr mal in Cancun seid, habt's auf dem Schirm, kommt vorbei. Sehr, sehr cooler Laden. Oh, geil, Leute. Burritos sind angekommen. Ich habe mir den Spinat-Burrito gegönnt. Chicken. Okay. So, ihr habt ja richtig viel geiles Hähnchen. Guacamole.
gegrilltes Gemüse, Salat, Hähnchen. Boah, besser geht's nicht. Freunde, ich hoffe, euch hat die Reiseepisode aus Cancun gefallen und ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen offen habt bezüglich Cancun oder Mexiko oder generell, was es hier so zu besichtigen gibt, haut mir mal gerne in die Kommentare. Ich versuche, alles zu beantworten. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für alle, die aktiv dabei waren. Ich blende jetzt mal den Gewinner unseres Giveaways ein. Und zwar gibt es hier das Getaway Club T-Shirt zu gewinnen und die Starbucks-Tasse. Herzlichen Glückwunsch an den oder die Gewinnerin. Und an alle, die aktiv trotzdem dabei waren, gibt es jetzt nochmal 15% Rabatt für die nächste Woche hier mit dem Code. Und jetzt blende ich euch nochmal komplett alle Highlights ein von unserem Trip. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf dem nächsten Trip, wenn es heißt Erkunden mit Patrick. Und ja, ich verabschiede mich jetzt. Ab geht's nach Deutschland. Haut da rein.